Willkommen zurück bei einer neuen Folge vor Glory Smash. Heute mit Lucina. Gegen König DDD. Oder König Nickerchen, ne? Wie er hier bei uns auch im Deutschen heißt, aber naja. Den Namen finde ich jetzt nicht so toll. Okay. Ja, Lucina, ist ein Charakter, mit dem ich sehr gerne spiele. Ich weiß auch nicht wieso. Komm, das geht zurück. Yay! Bam! Ich weiß auch nicht, aber ich finde ihren Spielstil einfach cool. So dieses Schwert so leicht hin und her. Dann natürlich ihr Shieldbreaker. Mist. Ist cool. Na, nein, jetzt lass mich doch. Ihr Shieldbreaker ist cool. Den kriegst du auch zurück. Ach Manu. Okay, jetzt stelle ich mich aber auch gerade an. Das sollte nicht. So, jetzt aber, ne? Eine kleine Besonderheit finde ich, stellen bei Lucina die Throws da. Nein! Ach komm! Hätte ich nur nicht in die falsche Richtung den Shieldbreaker gemacht. Mann! Die sind nämlich allesamt. Natürlich. Natürlich. Ziemlich schwach. Der stärkste ist da der Downthrow mit 5%. Ich habe vorhin gerade schon mal beim Testen gegen den DDD gespielt und das ist auch in etwa so ausgegangen. Ja. Wenn er es so offensichtlich macht, ich meine, tut mir leid, ne? Dann kann ich auch schon mal einen Konter benutzen. Jetzt macht das besser. Nein, ich habe ihn doch getroffen. Okay. Läuft gerade irgendwie nicht ganz so gut. Ja, das lief einfach nur katastrophal und scheiße. Aber ich bin im Moment, muss ich sagen, ich habe mich auch lieber mit Wii Trainer erwärmt. Weil der war so ein totales Arschloch, weil so gemeint hat, jo, ich bin total cool, weil ich mit Rosalina abgehen kann, einfach dem stärksten Char. Und das muss ich ihn natürlich, ne, ich meine, kann ich ja nicht so stehen lassen. Okay. Gegen Lucario. Ja, natürlich. Natürlich trifft das. Lucario ist an sich auch ganz cool. Mag ich also eigentlich auch ganz gerne. Aber nochmal zurück zu den Würfen oder Throws, die ja bei Lucina ziemlich stark sind. Sie kann halt dafür ziemlich gut den Pummel machen. So, diesmal taunte ich. Sie kann halt dafür ziemlich gut den Pummel machen. Also hier diesen kleinen Schlag. Ich weiß nicht, ob er Pummel heißt, aber ich dachte, er ist Pummel. Und den kann sie ziemlich gut machen. Und natürlich die Neutral Air ist richtig gut von ihr. Die hier. Damit kann sie auch zwei oder ich glaube sogar dreimal treffen, wenn der Gegner sich quasi in ihr befindet. Ja, so zweimal. Und das ist halt schon ziemlich cool. Ja, stimmt, bei Lucario, da musst du ja aufpassen, dass du ihn hier nicht zu stark werden lässt. Ich finde aber cool, dass man jetzt auch so auf der Stage spielen kann, weil die habe ich mir zum Beispiel nicht gekauft. Und das war dumm. Oh ja. Mit ihrem Upthrow kann sie auch killen, wie man gerade, denke ich, gesehen hat. Ja.
Der sein Con ist auch scheiße, also zumindest scheiße für mich, weil irgendwie waren schon wieder 30 Sekunden vorbei, geschätzt, okay. Ich ihn getroffen habe, aber egal, okay, also 1-1. Das bedeutet, gegen diesen Spieler gibt es ein entscheidendes Match. Luca Ario, oh, wie die denn immer so arrogant klatschen, wenn sie nur Zweiter sind. Das ist mir auch schon bei Zero Suit Samus aufgefallen. Lucina gegen Lucina. Irgendwie war mir klar, dass er jetzt Lucina nimmt. Das ist langweilig. Der Pammel macht, soweit ich weiß, 1,5 Schaden. Oder irgendwie so. Läuft aber gerade irgendwie nicht so gut. Ach, komm. Ja, genau. Ein Schildbruch wäre auch ganz cool, aber... Ach, jetzt haut er hier nicht ab. Bam. Na, schade. Das bringt nicht so viel bei Lucina, so die Up-Air dazu mit einzusetzen. Quatsch, die Up-B. Ach komm, das könnte man vielleicht sogar... Ja, genau. Ich schlag sie nach unten. Und wohin fällt sie? Nach oben. Genau, Spiel. Yay. Okay, das können wir nochmal reißen. 13%. Ist ganz okay. Oh, Schritt weg. Okay. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich das Match doch relativ gerne gewinnen will gegen die Rebecca. Komm schon. Na, schade. Nein. Oh. Ich habe schon fast gedacht, das war eine Dummheit. Den Shieldbreaker, den kann ich irgendwie nicht so gut einbauen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Kombo-Möglichkeit gibt, den mal vernünftig einzubauen. Aber bei Lucina sieht es mit Kombos ja eh meistens so semi-gut aus mit Kombos. Ach komm, nein! Ich hab's doch was gewonnen gehabt! Ach Mann, oh. Ich hab's doch was gewonnen gehabt und bei ihr klappt's! Sie muss den Shieldbreaker nicht mehr aufladen! Ich hasse dich! Ach Mann. Ja, okay. Der nächste Gegner. So. Gegen ein Marv. Können wir doch gleich mal taunten. Ach komm. Fängt das bitte so an. Wie er sich cool fühlt, weil er seinen Konter rausholt. Konnte halt noch offensichtlicher. Aber das ist das Schlimmste mit Marv. So Marv-Spieler, die ganze Zeit... Tja. Ne? Mal lieber eine Abi mehr und ein Konter weniger. Würde das jetzt vielleicht noch ein Leben, ne? Ach komm. Vor allem, dass der so lange noch hält. Also, hält. Okay. Ich dachte gerade schon. Ja, jetzt lasse ich mich aber auch gerade fertig machen.
Natürlich. Natürlich. Und Marv King oder was es auch immer heißen soll, bis jetzt nicht wirklich. Weil wenn das hier dein Main sein soll, dann wäre das schon ein bisschen, ne? Ach komm. Fick dich, fick dich. Ach man, das sind halt so diese Momente, wo du zu schlecht für das Spiel bist. Okay, aber muss ich akzeptieren. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist zweite Battle gegen ihn gewinnen und dann halt einfach gewinnen. Genau. Oh man. Und nochmal Marv. Oh nein, jetzt nimmt er auch noch so einen ekelhaft roten. Was soll denn das? Kannst du nicht einfach hier bitte so ein... ja, das bringt dir bestimmt sehr viel. Da bin ich mir sicher. Oh, Alter, verdammt. Aber es ist noch nicht durch. Es ist noch nicht gebrochen. Ach ja, komm hier. Was macht er denn jetzt auch zweimal? Man geht ja nicht davon aus, dass so ein Typ das zweimal macht. Weil das ja dumm wäre. Anscheinend ist es doch nicht so dumm. Tja. Counter? Ja, natürlich Counter. Aber, ja gut, wenn der Gegner so an der Edge stehen würde, würde ich das vielleicht auch machen. Wenn ich einen Main hätte, der countert könnte. Oh, wir geben ein wirklich schönes Counter-Duo ab. Das muss man schon sagen, Marv. King. Falls das heißen soll. Ja, er shieldet natürlich perfekt. Man kann ja, wenn man, sag ich mal, genau in dem Moment das Shield drückt, sag ich mal, keinen Shield-Verlust in Kauf nehmen, so wie das normalerweise beim Shield-Breaker sein würde. Das ist aber bei allen Sachen so. Ich weiß gar nicht, ob die Tilts irgendwas gut sind. Tilt, Tilt, Tilt. Ja gut, hier, der Tilt. Der ist gut, um den Gegner mal so ein bisschen auf Abstand zu halten. Das stimmt schon. Das stimmt. Und wieder halt. Ach, das ist richtig ekelhaft. Wow. Aber ich wäre jetzt auch ein bisschen beleidigt gewesen, ne? Wenn ich jetzt nach unten gefallen wäre, weil der Gegner vorne ist auch. Ich weiß gar nicht, ob das der hier ist. Der ist auch nur nach oben gefallen, obwohl ich nach unten geschlagen habe. Ich lebe gefährlich. Ach übrigens, danke fürs Zurückbringen auf die Stage, ne? Ist für mich mit Lucina immer so anstrengend. Echt danke, ne? Cool von dir. ich hätte ihn jetzt vielleicht sogar schon oben auswerfen können. Ja, noch ein bisschen. Ach, komm mir doch auf mit diesem Mist. Yay! Okay. Finales Battle. Also genauso wie beim ersten Gegner, aber hoffentlich vergang ich nicht. Mal gucken. Also er scheint echt nicht unbesiegbar. Das am Anfang war ja auch einfach nur ein scheiß Noob-Fehler, wo ich nicht mehr zurückkam auf die Stage. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich bin fest davon überzeugt. Das schaffen wir. So. Jetzt nochmal gegen einen grünen Marv. Warte, wir taunten nochmal zur Begrüßung. Ist ja... Du bist ein ekelhafter... Bam. Ah, schade. Das sollte gar kein Konto werden. Ich will dieses... Warum stockt denn das manchmal? Diese... Side-B. Ja, das läuft manchmal so übel langsam und dann läuft es mal wieder gut. Wie so eine Gebrauchsanweisung. Alter, jetzt hat er aber gerade schon wieder so ein bisschen aufgeholt. Das ist mir aber gar nicht recht. Ach ja, komm hier, Konter. Na, das kommt davon. Genau deswegen macht man keine
Genau deswegen spammt man keine Konter. Weil das scheiße ist. Scheiße. Konter. Okay. Bam, bam. Du kommst hier nicht rauf. Doch, er kommt hier rauf. Na, läuft doch eigentlich ganz gut. Ach ja, komm. Ist doch einfach nur traurig. Ich würde den Gegner in diesem Match gerne mal mit einem Upthrow killen. Hält mir gerade so auf. Das wäre schon mal cool. Oder mit einem Shieldbreaker natürlich. Oder er tötet mich und ich habe keine Range mehr und ich muss ihn mit einem Smash töten. So geht's natürlich auch. Ich glaube nicht, dass er es schafft. Oh, wow. Er schafft's. Aber ja. Okay, den Gegner haben wir fertig gemacht. Also das am Anfang tue ich echt mal nur unter so Dummheitsfehler schreiben. Das kann ja mal passieren, war echt eine Blödheit, aber es kann mal passieren, sagen wir es mal so. Okay, neuer Gegner. Und der letzte Gegner benutzt im ersten Match Captain Falcon. Okay, hat nicht getauntet, aber immerhin mich nicht behindert. Oh, Captain Falcon, das wird glaube ich auch schwer. Auch weil es Captain Falcon ist. Ja, das ist Captain Falcon, das merkt man. Nein. Ach komm. Come on. Wieder im ersten Match. Das mache ich auch mal ganz... Ja, da sieht man mal wieder. Kontern bringt nichts. Ich meine, wenn es so richtig obvious ist und der Gegner da steht... Okay. Und der Gegner da steht... Und... irgendwie an der Edge wartet und einen riesigen Smash auflädt. Ich meine, ja gut. Dann meinetwegen. Aber ich muss hier gerade mal... Was ist denn das hier wieder? Was bin ich denn so schlecht? Nee. Also irgendwie gar nicht. Ich habe jetzt versucht, den zu greifen. Ich habe jetzt versucht... Den von oben? Irgendwie ging gerade gar nichts. Ich weiß auch nicht. Oh Mann. Entweder bin ich beim ersten Match immer furchtbar schlecht, oder ich bin auch beim zweiten Match furchtbar schlecht. Der Gegner hat leider gewechselt und deswegen kämpfen wir jetzt gegen Biscuit. Sah am Anfang ein bisschen laggy aus, aber geht anscheinend doch ganz gut. Na wohl, nee, ist schon ziemlich. Ja, genau. Und er macht nur einen Smash und trifft. Das kann ich nicht verstehen. Was ist denn das wieder? Darf ich bitte einfach an die Kante? Darf ich bitte einfach an die Kante? Meine Güte, macht er... Ja, er macht's. Ich habe schon gerade so gedacht, wow. Ich hab echt fest damit gerechnet, dass er es macht. Und er macht's nicht, Mensch. Aber er macht's natürlich. Das ist ja so die stärkste Waffe von Toon Link. Wie wir alle wissen. Komm schon, tu es. Tu es. Mach das nochmal. Natürlich, mach das nochmal. Nochmal. Hier, komm, ich stehe genau unter dir. Ich stehe genau unter dir. Ich glaube nicht, dass er hochkommt. Nein. So. Yay. Ist ja jetzt eh der letzte Kampf, von daher.
Aber gewinnen würde ich natürlich trotzdem gerne. Ah, schade. Komm noch mal ganz kurz. Mach's nochmal. Ich stehe doch genau unter dir. Weg damit. Die Bombe kannst du behalten. Okay, es läuft schon ein bisschen laggy. Das muss doch... Ich springe jetzt nicht nochmal runter. Ich habe Angst, dass ich jetzt hier nochmal irgendwie Kacke baue. Deswegen lasse ich's mal. Nein. So. Jawohl. Ich glaube, oh doch, er hatte noch einen Sprung. Er hatte noch einen Sprung. Ja. Oh, Gott sei Dank, doch noch einen einzigen Schildbruch hatten wir noch. Ui. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Gerne in die Kommentare, wen ihr noch sehen wollt. Und wenn ich den so halbwegs realistisch spielen kann, dann nehme ich ihn auch gerne. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss.